Im Labyrinth des Lebens bin ich stets zugegen. Ich folge meinen Schritten und finde in der Mitte Wahrhaftigkeit zu sein. Im Labyrinth des Lebens bin ich stets zugegen. Ich folge meinen Schritten. Finde in der Mitte Wahrhaftigkeit des Seins. Im Labyrinth des Lebens bin ich stets zugegen. Ich folge meinen Schritten und finde in der Mitte Wahrhaftigkeit zu sein. Im Labyrinth des Lebens bin ich stets zugegen. Ich folge meinen Schritten und finde in der Mitte Wahrhaftigkeit zu sein. Im Labyrinth des Lebens bin ich stets zugegen. Ich folge meinen Schritten und finde in der Mitte Wahrhaftigkeit zu sein. Im Labyrinth des Lebens bin ich stets zugegen. Ich folge meinen Schritten und finde in der Mitte Wahrhaftigkeit zu sein. Ich habe sie Dimensionen genannt, weil es mir in der Malerei um sehr unterschiedliche Dimensionen geht. Und das ist so ein bisschen wie eben beim Singen. Die Farben sind so ähnlich wie Klänge. Die sind genauso universell und reichhaltig. Es gibt eigentlich endlose Klänge und endlose Farben. Und jede Farbe hat einen eigenen Klang. Und der eine Klang fällt durch unsere Augen. Aber es gibt immer noch eine tiefere Schicht dahinter, die wir nicht sehen können. Wir schauen uns ein Bild an und denken, gefällt mir nicht, gefällt mir. Weshalb gefällt es mir, weshalb gefällt es mir nicht? Es gibt mindestens 25 Dimensionen, die ein Bild ausmacht. Die für mich wahrscheinlich wichtigste Dimension darin ist die Absicht. Ich bemühe mich, absichtslos zu malen, wenn wir überhaupt absichtslos sein können, fällt es mir beim Malen am leichtesten, weil es malt hauptsächlich der Pinsel oder die Hände und weniger mein Hirn. Das kann dann glücklicherweise so richtig abschalten. Meistens. Ich habe viel gelernt vom Malen. Also das Malen hat mich unterrichtet. Und normalerweise mache ich es entweder absichtslos oder ich hatte eine tiefe Erfahrung und wollte wissen, was steckt hinter dieser tiefen Erfahrung. Ich bin immer interessiert an den Dingen, die dahinter sind. Und dieses Bild hatte eine nette Begegnung zugrunde gelegt, nämlich die Begegnung mit meiner Homöopathin und mir. Ich war sozusagen im tiefsten Keller verloren gegangen und durch diesen Kontakt und diese Begegnung war ich vom 7. Kellergeschoss wieder auf der Erde. Und habe mich gewundert, wie ist das möglich, in so einer kurzen Zeit aus einer tiefsten Verzweiflung die Energie anzuheben und wieder ganz da zu sein und präsent zu sein. Wenn wir wirklich in Verbindung gehen, dann gibt es eine eigene Kraft, die sich dazwischen bildet. Normalerweise ist es bei meiner Malerei so, dass ich ein riesiges Chaos anrichte. Meistens weiß ich nicht, welche Farben ich habe. Entweder ziehe ich irgendwelche Farben oder ich habe einen Appetit auf Farben. Ja, Schönheit geht vor mir. Schönheit geht hinter mir. Denn Schönheit geht neben mir. Denn Schönheit wir sind,
Denn Schönheit liegt vor mir, denn Schönheit liegt hinter mir, denn Schönheit bewirken wir, denn Schönheit ich bin. Ja, Schönheit geht vor mir, Schönheit geht hinter mir, denn Schönheit geht neben mir, denn Schönheit wir sind, denn Schönheit liegt vor mir, Schönheit liegt hinter mir, denn Schönheit erkennen wir, denn Schönheit ich bin. Ja, Schönheit geht vor mir, Schönheit geht hinter mir, denn Schönheit geht neben mir, denn Schönheit wir sind, denn Schönheit liegt vor mir, Schönheit liegt hinter mir, denn Schönheit erkennen wir, denn Schönheit ich bin. Ja, Schönheit geht vor mir, Schönheit geht hinter mir, denn Schönheit geht neben mir, denn Schönheit wir sind, denn Schönheit liegt vor mir, Schönheit liegt hinter mir, denn Schönheit. In den Seminaren frage ich öfter, wenn du mit Bäumen sprechen könntest, was würdest du sagen? Und das ist sehr interessant. Für mich war das ganz klar, als mir die Frage kam, das erste Mal, ich würde erstmal nur Danke sagen und Danke und Danke und Danke und Danke und dann käme eine ganze Zeit gar nichts und irgendwann würde ich fühlen, was es bedeutet. Es ist Freude. Die Esche freut sich darüber, dass ich mit dir reden will. Esche ist überhaupt nicht mein Baum. Und ich beachte sie meistens nicht, wenn ich hier bin. Wenn man da rein... Also ich gehe immer, bevor ich mit einem Baum in Kontakt gehe, fühle ich, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und sobald ich in Kontakt bin mit dem Baum, das ist so ähnlich, wie wenn wir mit Menschen in Kontakt gehen. Erst fühlen wir uns so und dann sind wir mit jemandem in Kontakt und merken, ich fühle mich etwas anders. Weil jeder Mensch hat ein eigenes Feld und jeder Baum hat ein eigenes Feld. Und die Felder fangen an, miteinander zu kommunizieren.
Und so verändert sich mein Gefühl und das hat meistens auch etwas mit den Bäumen zu tun. Und ich merke so die Power, die so aufsteigt. Das ist so eine Kraft, die so hoch geht, die so ganz zielstrebig. Ganz gerade, zack. Boah. Ich könnte jetzt Bäume ausreißen, aber das tue ich lieber nicht. Aber eigentlich ist es Lauschen, es ist mit dem Herz kommunizieren. Bäume sprechen nicht mit Worten, jedenfalls selten. Ganz einzelne Worte, aber es ist wie eine Vibration miteinander. Es ist ein sich erinnern an eine Qualität und die Bäume erinnern uns an bestimmte Qualitäten und jeder Baum in seiner Art macht es auf seine Weise. Ich bin das schöne Kirschenkind, komm her zu mir zur Freude, lass dich ganz verzaubern, Kind, komm in meine Zweige. Sieh die Blüten hell erstrahlen von der Sonnenweise. Lass auch du die Sonne an in deine Lebensweise. Wo ein Kinderherz das lachen kann, von Freudenstrahlen reise. Ich bin der Freundin Glück mit dir, ich bin die Lebensfreude. Ah, ah, ah. Ich bin die Heide und löse dich von allem, was dich befreit. Ja, das, was war und das jetzt ist. Und löse mich von mir an. An dieser alten Stätte heim mag ich nun ganz willkommen sein. Erlaube mir den siebten Sinn und ahne über Zeiten hin. Ich öffne mich der Weisheit Kraft und auch der die Luft ist
wissen, was erwartet, weil Bug ist dann ganz bestimmt uns in ihrem Bann. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen, meine kleine Reise. In meiner Kunst geht es mir darum, dass Energie sichtbar wird. In der Materie. Es ist eine Art Übersetzung. Wie können wir etwas, was wir fühlen, was unsichtbar erscheint, in eine Form gießen? Und das tue ich auf unterschiedliche Art und Weise, mit der Malerei natürlich, mit dem Tanz ebenso, mit den Performance. Es geht eigentlich immer darum, dass es eine Energie gibt. Es gibt keine gute oder eine schlechte Energie. Es gibt kein gutes oder schlechtes Bild. Es gibt eine Energie. Und ob wir sie gut oder schlecht betrachten, das hat mit uns zu tun. Je nachdem, wie wir ausgerichtet sind, können wir die Schönheit eines Bildes erkennen oder nicht. Je nachdem, wie wir ausgerichtet sind, können wir auch das, was in Auflösung ist, als Schönheit erkennen. Je nachdem, wie wir ausgerichtet sind, können wir alles mit dem Herzen betrachten. Und aus dem Herzen heraus möchte ich diese Kunst vermitteln und sie spüren lassen, dass hinter den scheinbaren Dingen sich etwas sehr anderes noch verbirgt. Und ich habe große Freude daran, wenn sie das fühlen können. Ich danke Ihnen. Jetzt genießen Sie mit mir nochmal diesen schönen, schönen Sommerabend. Die Wintersonnenwende hell eröffnet uns, was werden will. Lamas dann, die Schnitterin, nimmt, was sich erübrigt, mit sich hin. Bestimmt das Licht in uns.